Hallo liebe YouTuber, liebe YouTuberinnen. Ganz zum Anfang eine Frage an euch. Was passiert, wenn ein Fuchs in den Wald geht und mit einer Gans wiederkommt? Die Auflösung gibt es am Ende des Videos und wenn du es jetzt schon weißt und wenn du meine wilden Gedankengänge kennst, kannst du es vielleicht erraten. Dann schreib mir das jetzt genau unten in die Kommentarbox und wer es rauskriegt bis dahin, ist gut und wer schummelt und bis zum Ende vorspult und es dann weiß, naja. Ich habe heute ein Haul für euch und ich ziehe mich, glaube ich, erstmal ein bisschen aus. Weil, also nicht wundern, ich sehe auch gerade schon ein bisschen durchgenudelt aus, weil ich war nämlich gerade in der Stadt bei uns verkaufsoffener Sonntag und es ist super kalt draußen und deswegen bin ich auch leicht gerötet und meine Haare sind schon ein bisschen durchgeweht vom Wind. Das ist übrigens auch meine Frisur, so aus der Not heraus entstanden. Ich habe mir gestern mal die Haare toupiert und ich hatte heute Morgen so einen Kopf. Also nachdem ich es dann ausgebürstet. Okay, jetzt der Haul. Es geht los. Ich habe verschiedene Sachen für euch und einen ganz quickigen Quick-Tipp. Ich hoffe überhaupt, dass ich drauf bin, weil ich stehe gerade in meinem Badezimmerschrank, weil das Licht ja momentan wieder sehr, sehr schlecht ist und ich gerade erst nach Hause gekommen bin, 18.30 Uhr. Jetzt sind wir wirklich endlich mal zum Haul. Also, mein Lippenpflegestift von DM, der Vanillisch, der ist alle. Da ist wirklich nur noch so ein Popelchen drin. Das ist der allererste Lippenpflegestift, den ich wirklich bis zum Ende aufgebraucht habe. Also der wirklich nicht verschwunden ist. Das ist wirklich der erste, weil ich gebe meinen Lippenpflegestiften grundsätzlich maximal 3 Wochen, dann sind sie irgendwo in der Versenkung verschwunden. Genauso wie diese Bobbypins hier. Da kauft und kauft und kauft man, aber irgendwann sind sie dann halt einfach weg. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir hier von Ihr Platz, da war ich heute zuerst beim verkaufsoffenen Sonntag, habe ich mir von Relania Young Coconut and Strawberry Stick pour le Leveres. Also mein Französisch ist very schlecht. Der hat gekostet 99 Cent. Ich hoffe, ich habe jetzt die ganzen Preise im Kopf, weil ein paar Sachen, also das sind wenige Sachen, die ich gekauft habe, die aber auch schon etwas zurückliegen, weil ich in letzter Zeit eigentlich kaum was gekauft habe, weil ich weder Zeit, Lust, Geld noch Motivation hatte, überhaupt nicht. Also der, wir machen jetzt mal live hier eine Auspackaktion. Weil ich habe den bei Conny und herzliche Grüße in diesem Moment bei Conny gesehen. Rehauge W, ich kann euch ihren Kanal mal unten verlinken. Wenn ihr auf Hauls steht und auf Reviews, dann guckt euch bitte, bitte ihren Kanal an. Die Frau ist genial. Und sie kauft wirklich Unmengen an Klimbim und macht Reviews über alles Mögliche. Und das ist absolut genial. Guckt sie euch an, wenn ihr Interesse habt. So, jetzt wollen wir mal gucken. Also er ist weiß, dass... Oh, der riecht aber. er ist weiß und riecht richtig pervers nach Kokos und Erdbeer. Oh, da freue ich mich drauf. Der ist... Also wenn er noch genauso pflegt, gut, also gut pflegt, wie er riecht, dann bin ich davon jetzt schon begeistert. Eigentlich wollte ich wieder irgendwas Winterduftiges haben, also irgendwie Kokos, Mandel, Vanille, Gedöns, aber irgendwie habe ich auch so Lebkuchen wäre geil, so Zimt oder sowas. Wenn es sowas gibt, sagt mir das mal. Wenn nicht, dann ist nicht schlimm. Jetzt habe ich den, ich hoffe, der ist schön. So. Das war das Erste. Dann habe ich bei der lieben Maria liebt Rosa, ich glaube, irgendwo ist auch noch eine 2 in dem Namen, diesen Lippenstift von Essence gesehen. Das ist die Nummer 52 in the Nude. Ihr stand der so, so, so gut. Achso, übrigens, die ist auch eine ganz süße. Und die hat gerade ganz süße Katzenbabys, die jetzt allerdings schon weg sind. Aber das ist ein anderes Thema. Auch ihren Kanal verlinke ich euch unten in der Infobox. Die Farbe ist ein Nude, wie der Name schon sagt. Und an ihr sah der so, so toll aus. Und ich hoffe auch, dass er mir steht, weil ich habe... Das ist mein 2. Lippenstift, den ich mir gekauft habe in meinem ganzen Leben. Weil ich finde... Nee, gar nicht. Das ist der 4. Das ist der 4. Ich habe mir 2 Lippenstifte mal gekauft. Einen peachigen und einen rot... knallrot fuchsia Farben. Aber damit sehe ich ganz, ganz, ganz verboten aus. Damit kann ich mich auch nachts auf den Bordstein stellen. Also die gehen gar nicht. Die sieht man von 15 Meter Entfernung und sieht nur noch Lippe. Und dafür bin ich, glaube ich, eher so nudig angehaucht. Der hat gekostet 1,99 € bei Ihr Platz.
Ist ja Wumpe, gibt es ja überall, wo es Essens gibt. So, dann war, achso, machen wir weiter. Essens. Ich habe schon ganz, ganz lange im Auge gehabt. Das ist die neue LE von Essens, die 24 Stunden Handprotein Bolm. In der, das ist so eine oh, ich hoffe, dass ich überhaupt drin bin, nicht, dass man mich nur bis hier sieht. Raspberry Chocolate Cookie. Ich hoffe auch, dass ihr mich jetzt auch verstehen könnt. Und die riecht so toll. Ob sie gut pflegt, weiß ich nicht, aber es ist mir eigentlich auch fast egal. Ich brauche nur irgendwas in meiner Handtasche, womit ich mir ab und zu mal die Hände eincremen kann. Und die riecht so gut. Die riecht so, so gut. Die hat gekostet 99 Cent und ich kann sie jedem empfehlen, der auf schokoladig... also allerdings finde ich, dass die Himbeernote ein bisschen stärker durchkommt und das ist mir auch absolut recht. Himbeer ist total toll. Wer übrigens auf Himbeer steht, beim Bodyshop gibt, / gab es mal... Was denn jetzt? Ging einfach das Licht aus, ja. Gab es mal... eine Körperbutter mit Raspberry. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob die Kamera noch an ist. Ja, ach, der Akku schwach. Muss mich mal wieder beeilen. So, jetzt geht immer das Licht an und aus. Ich bin ein bisschen gestresst jetzt. So, Rival de Loup. Oh Leute, ich habe mir auf eine Empfehlung hin, habe ich mir dieses Abschminkzeug gekauft. Und zwar von Rival de Loup, also Rossmann Hausmarke. Clean und Clear für trockene und sensible Haut, 2-in-1 Make-up-Entferner, Balsam für Gesicht und Augen, extra sanft. Das ist so sanft, dass das Make-up eigentlich gar nicht abgeht. Ich habe das jetzt mit einem Wattepad versucht, so wie man das normalerweise macht. Und ich habe es auch versucht mit, einfach, dass ich unter der Dusche mir das Zeug auf die Hände geklatscht habe und alles einmassiert und eingerieben habe. Ich sah danach aus, als ob ich gerade von einem Halloween Happening kam. Das war nicht schön. Da ich das nichts mehr zum Abschminken hatte, habe ich mir dann heute, das hat gekostet 99 Cent, das war im Angebot, kostet sonst 1,49. Und den habe ich mir gekauft, weil der für mich wirklich funktioniert und auch das wasserfeste Make-up, was ich definitiv brauche, auf jeden Fall runterholt. Auch 1,49, das ist der Rival de Loup Young and Care ölhaltig für wasserfestes Augen-Make-up, also ein wasserfester Augen-Make-up-Entferner. Dann habe ich mir vor etwas längerer Zeit gekauft von Rival de Loup, von der Rossmann Hausmarke, diesen Kabuki. Der ist so weich, der ist ganz, ganz weich und der ist ganz weich. Und was der gekostet hat, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube irgendwas zwischen 2,50 und 4 Euro. Ich glaube, irgendwas um die 3 Euro hatte. Ja, so viel zum Thema. Wenn man es unter Dusche verwendet, kommt in den Deckelwasser rein und das sollte man dann nicht schütteln. So, jetzt bin ich wahrscheinlich gerade aus dem Bild. Ich kombiniere mal schlau. Dann, weil ich ja nachts arbeite gelegentlich und ich dann unheimliche Augenränder habe, so wie ich das gestern mal durch Zufall wieder mitbekommen habe, dass ich aussehe wie ein Panda, habe ich mir einen neuen Concealer kaufen müssen, weil meine alle war. Liquid Concealer zum Abdeckcreme. Ebenfalls Rival de Loup 1,79. Den hatte ich schon mal, konnte ich empfehlen. Ich hoffe nur, dass ich die richtige Farbe habe, weil die alle so ein bisschen durcheinander waren. Und ich habe auch, da war nur ein Tester und blubbeldirub irgendwie. Ja, und wenn wir schon mal bei Rival de Loup sind, habe ich mir für meine momentanen Gelnägel, ich brauche da für mein persönliches Wohlempfinden immer einen Beautiful Nails Shiny White drüber. Also ich mache keinen normalen Topcoat drüber, sondern ein quasi UV-Schutz, UV-Lack. Das heißt, im Schwarzlicht sieht man die Nägel und wenn man dann mit den Händen ins Portemonnaie greift, dann haben wir nämlich Licht im Portemonnaie. Ja, nicht ganz, aber ich finde es schön. Also die leuchten dann. Dann habe ich mir vor etwas längerer Zeit gekauft von Balea die Shea Butter Vanille. Die für zu Hause ist super, super gut. Die riecht bombenmäßig nach Vanille. Was mir sehr gut gefällt. Und was das gekostet hat, ich glaube irgendwas zwischen 1 Euro und 2 Euro. Also irgendwas so um 2 Euro rum. Limited Edition. Und die riecht auch ganz, ganz lange nach Vanille. Die ist toll. So, Attacke. Rapante. Dann habe ich bei Teddy runtergesetzt für 50 Cent diese wunderschönen Ohrringe. Ich weiß, meine Kamera fokussiert nicht, aber ich denke, ihr könnt sie besser sehen. Mit so grün-blauen und lila Stäunchen. Und ich finde im Moment so dieses bronzene Farben ne, so schön. Aus mir stehen weiß ich auch noch nicht, das werde ich dann raustesten. Mal so, ups,
zwischendurch. So, das Ganze nochmal so ähnlich in Schwatt. Das sind die. Auch für 50 Cent, die fand ich auch so schön. Ich habe nämlich irgendwie gar keine schwarzen Ohrringe. Und ja gut, die hätten heute vielleicht auch gepasst. Naja. So, dann habe ich hier die Blenderden Pro Expert. Die gab es beim Ramschkönig Rambazamba in Bad Gandersheim für 99 Cent. Die habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich fand sie interessant und ich habe keine Zahnpastaarbeit mehr und deswegen werde ich die mal ausprobieren. In dem gleichen Einkaufszentrum habe ich ergattert für 2,99 dieses Airline Vanillespray. Und das riecht auch so schön vanillig. Ich habe immer noch meine anhaltende Vanillephase und das wird auch noch ein bisschen andauern. Die sind günstiger als die Airwick-Dinger, weil die kosten ja 4-5 Euro, also eher 5 Euro. Und passen halt auch in die normalen Pump-Dinger rein. Und das finde ich sehr, sehr gut, weil ich habe dann unheimlich einen Verschleiß von. So, und das allerletzte, und ich hoffe, ich habe nichts vergessen, bei DM für 1,49 die Gewürzapfel-Duftteelichter. Jetzt riecht es sehr extrem, aber das sind nicht die Dinger, sondern das Vanillezeug. Man sollte das nicht inhalieren. Kamera ist gleich aus. Also 1,49 riechen gut und also auf jeden Fall, ich habe jetzt das mal ausgetestet, weil hier fehlen ja schon zwei. Also ich finde, sie riechen angenehm, aber man muss sich drauf konzentrieren, ich hatte in einem großen Raum zwei Teelichter an, also man riecht es kaum. Aber es kann auch sein, dass meine Vanillekerzen diese Dinge einfach übertüncht haben. So, fertig, Ende aus, Feierabend. Ich habe, glaube ich, wen es interessiert, ich habe hier nochmal wunderbar hier dieses Kanikel-Einstreu für meinen Bibo, der gerade unten an seiner Trinkflasche trinkt. Und ja, das kriegt er gleich in seinen Käfig, damit er ein schönes, lustiges, weiches Bett hat. So, das war's. Ich hoffe überhaupt, dass ich drin und drauf war. Ansonsten wisst ihr, wie ich obenrum aussehe. Und ja, das soll es gewesen sein. Übrigens nochmal danke für eure vielen Kommentare und Feedbacks zu meinem Frage-Antworten-Video. Es wird ein zweites geben. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir das unter mein Frage-Antworten-Video, was ihr auf meinem Kanal findet. Und wenn ihr die nächsten Videos nicht verpassen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abonnement schenkt. Das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch einen zauberhaften Restsonntag. Schwiegertochter gesucht kommt ja jetzt leider nicht mehr. Dafür natürlich Bausucht vor. Ach so, ich könnte mich über solche Serien immer wunderbar und köstlich amüsieren und habe da immer eine interessante Meinung zu. Und wollte euch fragen, ob es euch interessiert, ob ich einmal wöchentlich ein Statement, Kommentar, ich sage meine Meinung und amüsiere mich über sämtliche Menschen im TV-Sendung. Den Anfangssatz habe ich vergessen, deswegen endet das jetzt grammatikalisch inkorrekt. Also ein ich kommentiere die Bauersuchtfrau oder ähnliche Sendung, Sendungskommentar, Video. Möchtet ihr sowas sehen? Also ein Kommentar über die Sendung mit Einzelheiten und was ich gut und schlecht und witzig und toll und überhaupt fand. Oder ob das... Weil zu Germany's Next Topmodel gab es das ja zuhauf. Aber alleine über Mako und Nicole hätte ich mich derbst bepissen können. Und Bauersuchtfrau finde ich diesmal allerdings auch gar nicht so spektakulär. Aber das ist ja jetzt auch gar nicht das Thema. Wenn ihr das möchtet, dann schreibt mir das unten in die Kommentarbox und ich beende das Video jetzt mit einem... Achso, das ist die Auflösung. Die Auflösung von der Fuchs in den Wald und... Telefon? Telefon ist ja da. Der Fuchs geht in den Wald, kommt mit einer Gans wieder und was hat er gemacht? Er hat geräubert und geräubert ist quasi eingekauft, also eingeklaut, also die Gans vom Hof geholt im Wald. Das war das Thema des Videos Raubzug. Dankeschön. Bis bald.